Ja, mein Name ist Roland Hipp. Ich bin Kampagnengeschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Das heißt, nicht nur für diese Kampagne zuständig, sondern für alles, was Greenpeace in Deutschland in der Öffentlichkeit macht. Dafür bin ich zuständig. Das heißt, ich stimme mich mit meinen internationalen Kollegen, die es in der Zwischenzeit in 27 anderen Ländern dieser Welt gibt, jährlich ab. Dann überlegen wir uns, was wir glauben, wo die großen Kampagnen sein müssen. Und das ist eine, Save the Arctic, eine der großen Prioritäten von Greenpeace in den nächsten Jahren. Es geht darum, dass durch den Klimawandel die Arktis immer mehr eisfrei wird und große Industriekonzerne wie Shell in die Arktis wollen und dort Ölausbeutung betreiben wollen. Dieses Jahr wollen sie zum ersten Mal anfangen, offshore, also im Meer vor der Arktis oder in der Arktis zu bohren. Und unsere größte Befürchtung ist, wenn wir dort einen Unfall wie bei Deepwater Horizon in Mexiko bekommen würden in der Arktis, dann wäre das katastrophal. Es gibt nur ganz kurze Zeiträume, in denen man dort überhaupt reagieren kann, weil sonst ist es zu raues Wetter, es wird wieder mit Eis bedeckt. Die Frage ist, kann man überhaupt ein Blowout, also eine zerstörte Bohrinsel, das Loch so schnell wie oder so wie in Deepwater Horizon oder so langsam wie bei Deepwater Horizon überhaupt stopfen? Oder muss man über Jahre dran arbeiten und das wäre katastrophal für die Arktis? Wer hat denn die Hoheitsrechte überhaupt über die Arktis? Das ist eine gute Frage. Russland hat vor etwa einem Jahr eine Flagge direkt auf den Meeresgrund am Nordpol gesetzt und hat dort die russische Flagge gesetzt, was aber nicht heißt, dass sie die Hoheit haben. Die Länder um die Arktis herum, wie Russland, wie Dänemark, Grönland in Form von Dänemark, Island, aber auch Schweden, Kanada, USA stellen alle große Ansprüche. Und wir sagen, die hohe Antarktis, also der Bereich, der außerhalb von der 200 Meilen Wirtschaftszone dieser einzelnen Länder, die um die Antarktis rum sind, der sollte komplett gestützt werden. Also die gibt es. Es gibt praktisch, also die, ich denke mal, das war vor zig Jahren, die ehemalige Forschungsstation von den Ländern, die Expeditionen gemacht haben und dann ein dort, ich sag mal, ihre Fahne und ihre Expeditionsstandort dort gemacht haben, haben auch gleichzeitig dann doch einen gewissen Hoheitsanspruch. Und naja, in der 200-Meilen-Zone eigentlich nicht. Wir haben ja ein ähnliches Beispiel mit der Antarktis, also im Südpol. Den hat Greenpeace 1983 auch als Kampagne aufgenommen. Und wir haben heute ein Moratorium für die Antarktis. Dort haben auch Länder Stationen aufgebaut und wollen Ansprüche darstellen. Wir haben damals gesagt, macht es nicht, macht ein Moratorium, schützt die Antarktis. Und das wollen wir heute für die Arktis auch. Und zwar nicht in den Teilen, wo Menschen leben, nicht in den Teilen, wo heute die Länder im Prinzip auch nachweisen können, dass sie durch die Wirtschaftszonen ein Recht haben, sondern wir nennen das hohe Arktis, also ein Bereich außerhalb dieser 200 Meilen Wirtschaftszone. Und da muss sich die UN mit rumschlagen. Das ist eigentlich unser Ziel, zur UN zu gehen und zu sagen, wir beantragen einen völligen Schutz dieser hohen Antarktis. Und eigentlich ist das nichts Neues. Es gibt heute schon Rechtsformen des Seerechts, Recht der UN, das eigentlich besagt, schützt sensible Bereiche wie die hohe See, wie Eisregionen. Und eigentlich müsste die UN das machen. Und wir versuchen das über den Weg der Öffentlichkeit. Wir haben binnen Monaten jetzt 1 Million Unterschriften gesammelt. Wir sammeln weiter. Wir wollen so schnell wie möglich Millionen von Menschen hin uns bringen und dann zur UN gehen und das zu beantragen. Mit dieser Aktion jetzt gerade, sage ich jetzt mal hier, der Binnenschifffahrt runter nach Süddeutschland, tatsächlich mit der stattfindenden Aktion jetzt, was übrigens noch heute und morgen jederzeit das Boot besichtigt werden kann in der Ausstellung, tatsächlich damit schon über 1 Million Unterschriften. Nicht nur mit der Tour, sondern mit weltweiten Aktivitäten, mit dem gesamten Programm, was die Kampagne beinhaltet. Aber wir haben das gerade mal vor ein paar Monaten angefangen und sind selbst überrascht, wie schnell das gegangen ist. Das ist nicht wenig. Was heißt, das sollte weitergehen. Unsere Ziele in den nächsten Jahren liegt natürlich höher. Das heißt, wir werden versuchen, Millionen von Unterschriften zusammenbekommen. Denn je mehr mitmachen, umso größer wird der Druck auch auf UN oder auf Staaten, um letztendlich einer solchen Forderung nachzukommen. Das heißt, über so eine Kampagne wird ja von Ihnen dann auch mit den anderen 27 Mitländer abgestimmt, die ja auch ihre Aktionen machen. Wie erfolgreich oder was können wir ändern oder was können wir besser machen? Das heißt, ist es irgendwann ein Endpunkt dafür schon gesetzt, wann man Resümee zieht und sagt, okay, wir haben jetzt
sehr viel Öffentlichkeit erreicht. Wir können jetzt mit dem gesammelten Material oder Unterschriften auch wohin gehen? Wohin geht man dann? Nee, es läuft eigentlich anders. Wir setzen uns das Ziel und sagen, wir wollen das durchsetzen bei der UN und setzen uns über Jahre erstmal Ziele, wo wir sagen, wir müssen Millionen Menschen erreichen. Wir werden zum Beispiel die erste Million Unterschrift in einer sicheren Kapsel auch im Nordpol auf dem Meeresgrund deponieren und sagen, der Nordpol ist nicht ein Bereich, wo ein Staat das Recht drauf hat, sondern das ist ein Erbe der gesamten Menschheit und muss geschützt werden. Das wollen wir Ende des Jahres angehen. Dann haben wir weitere Aktivitäten in den nächsten Jahren vor und die sollen immer alles das Ziel haben, genug Druck aufzubauen, um bei der UN das durchzusetzen. Wir haben uns jetzt mal 3-4 Jahre vorgenommen und haben das auch schon so weit durchgeplant und auch durchfinanziert. Das kommt ja auch immer dazu. Man muss ja überlegen, hat man genug Finanzen, kann man Schiffe losschicken, kann man in der Arktis Aktivitäten machen und die müssen ja auch entsprechend finanziert sein. Das haben wir jetzt alles durchgeplant, das haben wir auch international entschieden und wir arbeiten jetzt in allen 27 Ländern als Hauptpriorität, als große Priorität an dieser Kampagne. Okay, das heißt, das ist jetzt im Moment das Flaggschiff, die Flaggschiff-Aktion und Finanzierung. Das ist ja nicht ganz günstig, sage ich mal. Gut, die Schiffe, das habe ich gesehen, das sind dann nicht nur Fördermitglieder, das ist oder so eine tolle Sache, Fördermitglieder, die das groß unterstützen. Das waren wie viel in Deutschland? Richtig. In Deutschland viel? Gibt es momentan 580.000 Fördermitglieder bei Greenpeace. Was man aber sagen muss ist, und das ist wahrscheinlich das Spannendste und Interessanteste, Greenpeace ist absolut unabhängig. Das heißt, wir nehmen kein Geld vom Staat, wir nehmen kein Geld von der Industrie, wir nehmen kein Geld von Parteien, wir nehmen nur Spenden von Privatleuten. Das und wir prüfen jede Spende über 5.000 Euro, ob sie nicht aus der falschen Richtung kommt. Und ich habe schon öfters als Geschäftsführer von Greenpeace Spenden zurückgegeben, auch in 10.000 Euro Höhe, wenn wir gesagt haben, das sind keine Privatspenden, die geben wir zurück. Darauf sind wir stolz, weil das heißt, wir sind unabhängig, wir können das sagen, was wir glauben, was richtig ist. Wir können darüber sprechen, wo manche andere nicht mehr darüber reden und darauf sind wir sehr, sehr stolz. Mit Recht, weil ich glaube, es ist nicht einfach, gerade die größeren Spenden dann stolz erhobenen Hauptes, wo man sie dringend braucht, wahrscheinlich trotzdem unter solchen Gesichtspunkten. Aber schön, das bedeutet echte Unabhängigkeit, wenn die so geprüft werden. Respekt. Das wirft, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, da hätte ich nämlich gerade noch einhaken wollen. Richtig, wir waren bei so einer, ja genau, wie ist das organisiert dann? Also die Absprachen, wenn Sie sagen, okay, als Geschäftsführer, gibt es dann Jahreshauptversammlungen? Wie läuft das dann, damit solche Richtlinien dann auch wirklich getragen werden von der Mehrheit? Weil es ist ein heroisches Ziel, in Zeiten der Geldknappheit zu sagen, wir verkaufen uns nicht, gibt einem die Freiheit, das ist schön, aber dadurch kann man eigentlich noch viel unbeschwerter agieren und ist natürlich sich selbst am treuesten. Wie wird sowas abgestimmt? Wir treffen uns mindestens zweimal im Jahr persönlich auf internationaler Ebene. Wir, das sind die Kampagnengeschäftsführer oder die Kampagnendirektoren in allen diesen 27 Ländern. Wir stimmen dort die Inhalte ab, wir überlegen uns, wo sind momentan die Brennpunkte auf der Welt, wo glauben wir, dass wir agieren müssen, um sagen wir mal, politisch oder auch mit Unternehmen vorwärts zu kommen. Und diese Abstimmung heißt letztendlich, es gibt ein Jahresprogramm oder über Jahre hinweg Programme, die wir arbeiten. Und dann arbeiten wir das in den einzelnen nationalen Regionen aus. Wir überlegen uns dann, wie können wir die Bevölkerung informieren. Denn meistens, wenn die Information in der Bevölkerung angekommen ist und die Bevölkerung verstanden hat, um was es geht, kriegen wir meistens auch die Unterstützer. Was man an diesen 1 Million Unterschriften in ganz kurzer Zeit sieht. Die Leute verstehen das, dass wenn man in der Arktis heute Öl bohrt, dass es beim Unfall fast unmöglich ist, das wieder rückgängig zu machen. So, und das sind Abstimmungsprozesse, die haben wir jedes Jahr. Wir sind aber dazu eigentlich täglich weltweit verbunden. Greenpeace ist eine ganz große Denkfabrik, wenn es um Umweltschutz geht. Wir denken nicht nur national, wir denken lokal, wir denken aber auch ganz, ganz stark global. Wir gucken uns die Märkte an, wir gucken uns Kooperationen an, wir gucken uns Unternehmen an, die weltweit agieren. Und das sind wir tagtäglich in unseren Netzwerken verbunden und agieren dann auch relativ schnell und aktuell auf Dinge, die dann passieren.
Und das ist jetzt gerade halt, die Aktivitäten von Stein in der Arktis. Wann ist denn da die Saison, wenn wir jetzt gerade bei Safer Arktis sind? Von wann bis wann, in welchen Monaten wäre die Möglichkeit, wo die dort aktiv können aufgrund der Witterung? Das fängt im Prinzip Ende Juli an. So war auch der Plan von Shell, Ende Juli zu bohren. Ihre Pläne haben sich jetzt schon verzögert. Ich glaube, das sind auch unsere Aktivitäten und Proteste ein Teil davon. Gleichzeitig geht es bis maximal Ende September, Anfang Oktober. Dann fängt, sei mal, schon wieder die harte Zeit dort an. Es ist nicht mehr hell, es wird tagsüber fast nicht mehr hell in der Arktis. Das Wetter wird unglaublich rau, das sind starke Stürme und natürlich das Eis nimmt wieder zu. Im September ist meistens der größte eisfreie Bereich. Und das heißt, dann müssen sie sich zurückziehen und können maximal wieder ein Jahr später mit ihrer Operation weitermachen. Und das ist ja genau das, was wir sagen. Wenn heute was passiert, kann es sein, man muss sich über Monate zurückziehen. Es gibt keine Notfallpläne, die auf so eine raue Welt ausgerichtet werden können. Wir finden heute nach 23 Jahren noch in Kanada nach dem Exxon Valdez-Unfall Öl in den Regionen. Von der Exxon Valdez wurden gerade mal 9% des Öles in der Zwischenzeit überhaupt aus der Natur zurückgebracht. Das heißt, 91% haben sich in der Natur festgesetzt. Man geht heute noch durch die Landschaften und findet unter den Steinen in der Natur große Ölplatten und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir in der Arktis auch sagen. Es ist der Wahnsinn, dass der Mensch sich dort überhaupt hinbegeht. Ja, und das ist die Lösung, die ist relativ simpel. Auf der einen Seite müssen wir den Ölkonsum reduzieren. Das können wir hier zum Beispiel in Deutschland, indem wir Wärmedämmung vornehmen, indem wir unsere Häuser besser dämmen und weniger Öl verbrauchen. Und das können wir vor allem, wenn die deutsche Autoindustrie hier endlich mal anfängt, Autos zu bauen, die weniger Sprit verbrauchen. Greenpeace hat das vor 12 Jahren schon vorgemacht. Wir haben vor 12 Jahren schon Autos umgebaut. Und haben sie in ihrem Spritverbrauch reduziert. Wir haben den sogenannten Smile entwickelt, ein Auto, was seit 12 Jahren mit 3 Liter fährt. Und wenn man sich heute in der Autoindustrie umguckt, dann sind es einfach Autos, die einfach noch zu viel Sprit brauchen. Und das ist das, was wir gleichzeitig machen. Wir machen eine Arktis-Kampagne und setzen dann gleichzeitig anderen Kampagnen, wie zum Beispiel eine Aufklärungskampagne über VW und sagen, weltgrößter Autohersteller der Zukunft, und der muss sich dringend mal anstrengen, Autos zu bauen, weil können tun wir das. Wir können heute schon 3 und 2 Liter Autos bauen, wir müssen nur den Willen dazu haben. Da kommen wir doch gleich wieder auf eine schwäbische Mentalität, das Geld. Das lohnt sich doch dann eigentlich nicht wirklich für Shell, wenn, sage ich jetzt mal, bei, was sind das jetzt, Juli bis September, für 4 Monate, dann über Jahre hin nur kleine Schritte weiterzukommen dort, bis die überhaupt irgendwo mal so weit sind, theoretisch zu fördern. Also das heißt, da ist es ja durchaus interessant, wenn eine gewisse jedes Jahr Verzögerung bzw. jede Verzögerung, die durch irgendwen auch immer zustande kommt, kostet die Geld, dass nachher diese, ich habe es in eurer Pressemeldung gelesen, das sind ja gar nicht so viel Barrel Öl, die dort erwarten, also sprich, der Literpreis und eigentlich das Verhältnis verschiebt sich ja an für sich im Laufe der Zeit zu den, ja, in zugunsten von Greenpeace das Ziel zu erreichen, eventuell, dass die dort das nicht machen, oder? Also mal angefangen bei der Ölmenge. Es ist etwa so viel, wie die Welt innerhalb von 3 Jahren verbraucht. Das ist eigentlich nicht sehr viel, wenn man sich das mal überlegt. Und dafür nehmen wir ein unglaubliches Risiko in Kauf, beziehungsweise Shell nimmt es in Kauf, einen solchen Landstrich komplett zu zerstören. Der zweite Punkt ist, ich glaube, was für uns momentan in der Zeit spielt, ist, dass die Menschen mehr und mehr verstehen, dass wir auf regenerative Energien nicht nur in der Elektrizität, sondern auch im Wärmebereich setzen können. Man sieht mehr und mehr, dass wir mit diesen Energieformen Arbeitsplätze schaffen. Man sieht mehr und mehr, dass es wirtschaftlich sich auch lohnt. Und diese Zeit spielt momentan für uns. Ein Konzern wie Shell ist immer noch bereit, das Risiko Arktis aufzunehmen und Verzögerungen aufzunehmen, weil immer noch sehr viel Geld mit Öl zu verdienen ist. Und deswegen sagen wir, helft uns, nicht nur im Bereich von Unterschriften, nicht nur im Bereich von vielleicht finanzieller Unterstützung, sondern denkt auch dran, denkt an den Verbrauch von Öl, denkt daran, an Autos zu denken, die wenig Sprit verbrauchen, und denkt an Wärmedämmung. Das sind sehr praktische Beispiele, die jeder machen kann.
Mal ein Grad in der Temperatur im Haus zu senken, heißt gleichzeitig einige 100 Liter Öl einzusparen. Und das wird im Prinzip nachher die Unternehmen in die Defensive drängen. Auf der einen Seite zu sehen, dass die Bevölkerung Richtung regenerative Energie geht und auf der anderen Seite, dass der Zeitverlauf immer größer wird und das Risiko, dass sie letztendlich etwas investiert haben, was ihnen kein Geld mehr bringt, das wird sie vielleicht aus der Arktis raustreiben. Zumal wir ja noch gar nicht so genau absehen können, Cut. Wenn es zu laut so nicht. Die Dudelei, das zieht sich ja immer alles, bis der die Technik vom mitspielt. Der Teil vom Shifter war heute live. Ja? Das ist schon online. Ja, kann man aber noch mal was sagen oder sagst du das noch mal, dass das heute und morgen ist? Oder? Wir haben es auf dem Stream, aber wir werden es auch noch weiter promoten, dass sie heute und morgen kommen können. So, wir waren beim Thema Geld Arktis und dass die Umrechnung nicht stimmt. Und Arktis war das letzte Wort. Ja, gut, die Zeit rennt. Komme ich gleich mal zum Schwenk. Hier Stuttgart haben wir dann ja noch was anderes. Aber meine Frage erstmal an Sie ist, wie lange gibt es denn jetzt Greenpeace dann weltweit oder auch deutschlandweit schon? Na, weltweit hat es 1971 angefangen in Vancouver, Kanada. 41 Jahre. Ja, letztes Jahr hatten es 40-Jährige. Okay. Und in Deutschland hat es 1980 angefangen, in Hamburg, Bielefeld. Bielefeld. Und ja, okay. In beiden Orten eigentlich gleichzeitig. Also letztes Jahr hatten wir das 30-Jährige, dann waren wir auch hier in Stuttgart und haben das hier gefeiert. Okay. Und ja, und jetzt sind wir hier nicht nur mit der Beluga wegen der Arktis, sondern auch weil die Stuttgarter Greenpeace-Gruppe hier vor 30 Jahren begonnen hat. Super, vielen Dank für die Information. Hat uns geholfen, wir werden das entsprechend verbreiten. Und zu dem 30-Jährigen in Stuttgart, herzlichen Glückwunsch. Würde ich sagen, machen wir dann gleich weiter, suchen uns ein Plätzchen und dann machen wir mit dem Tahir hier von Stuttgart Greenpeace zum 30-jährigen Geburtstag. Geschwind noch ein paar Fragen vor Ort. Super, vielen Dank.